Vor wenigen Tagen ist Marcel Eris, besser bekannt als Montana Black, unterwegs zu einem ganz besonderen Treffen mit einem Fan. Ich habe keine Erwartung oder ich hoffe mir gar nichts. Ich freue mich einfach, ihn kennenzulernen. Mit Zocken, Livestreams. Was hat Steini für Video gebracht, weil Fälsch geschrieben haben? Ist er Multimillionär geworden. Allein auf YouTube und der... Digga, man muss auch wirklich sagen, die Garage von Monte ist halt auch wirklich Next Level Shit, ne? Ein Modelabel. Ist er Multimillionär? Also abgesehen, was davon drin steht an Autos und so, aber wie das gesprayt ist, der Boden und so, die Beleuchtung, das schiebt schon ganz anders, ne? Geworden. Das schiebt schon ganz Allein anders. Auf YouTube und der Gaming-Plattform Twitch hat Montana Black über 10 Millionen Follower. Egal wo er in der Öffentlichkeit auftaucht, wird er erkannt und gefeiert. Wie hier vor kurzem auf der Gamescom, der größten Spielemesse der Welt. Drei Dutzend Bodyguards bekommen die Situation kaum in den Griff. Die Geräuschkulisse, die Lautstärke, alle paar Sekunden schreit jemand den Namen, macht das, hier Foto da, das ist also Stress pur. Also ich war danach wirklich völlig K.O. Vor anderthalb Jahren ist Montana Black zum ersten Mal zu Gast bei Stern TV. Mit dem Birkenstock und entspannt. Er erzählt, dass er wegen seiner Großeltern ein besonderes Verhältnis zu dieser Sendung hat. Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen. Und, die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern TV. Opa, hallo? Opa geht dann meistens raus, weil er irgendwann keine Lust mehr hat auf die Leute, die dann im Beitritt sind, weil er sieht immer alles anders. Oma ist der Fan. Oma schaut sehr gerne. In seinen Livestreams schaut und kommentiert Montana Black auch regelmäßig Stern-TV-Beiträge. Vor zwei Monaten entdeckt er diesen Stern-TV-Film über das Schicksal von Benjamin. Ein Schicksal, das den Internetstar offenbar sehr berührt. Benjamin kam mit einer Behinderung zur Welt, weil seine Mutter während der Schwangerschaft Alkohol trank. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich nicht diese Erkrankung hätte. Und wie geht's dir dann? Ich fühle mich natürlich, naja, nicht so gut. Nach drei Kindern hatte seine Mutter Christiane damals nicht mehr damit gerechnet, noch einmal schwanger zu werden. Wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich keinen Schluck mehr getrunken. Aber da war es schon zu spät. Leider war es zu spät. Marcel Eris reagiert live in seinem Stream auf die Aussage von Benjamins Mutter. Na, also erstmal ist es ein ganz großes Plus, dass die Eltern sich trauen, sich vor die Kamera zu setzen und ihre Geschichte zu erzählen. Und ich finde nicht, dass wir vorverurteilen sollten, ob die Mütter hätten merken müssen nach 2-, 3-, 4-monatiger Schwangerschaft, ob sie schwanger sind oder nicht. Wegen seiner Behinderung hat Benjamin eine schwere Kindheit und Jugend. Er wird regelmäßig gemobbt. Heute ist Benjamin 29 Jahre alt. Er lebt in einem Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung auf... Das ist wirklich sowas... Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Warum mobbt man irgendwelche Menschen, Digga? Vor allen Dingen da meistens anonym oder in der Schule, in der Gruppe. Warum? So klar, Kinder schlimm, aber meistens ist es ja schon im fortgeschrittenen Alter, wo ich denke, warum? Warum muss man auf einem rumhacken, nur weil er ein bisschen anders er ist, anders er aussieht, dick oder dünn oder reich oder arm oder eine andere Hautfarbe oder sonst irgendwas hat? Ich komme darauf einfach nicht klar, so dass es wirklich Menschen gibt, die bewusst andere Menschen eigentlich damit nur verletzen wollen. Nur verletzen wollen. Das ist für mich, es ist einfach, woher kommt sowas? Erziehung versagt. Ja, aber ich frage mich auch so, ich stelle mir das selbst vor, ich habe ja mittlerweile selbst zwei Kinder und als Eltern ist es doch das Schlimmste, wenn du weißt, dass dein Kind gemobbt wird wegen irgendwas, wegen irgendeinem Grund, nur weil dein Kind vielleicht ein bisschen anders da ist, in dem Fall sogar jetzt ja leider behindert ist. Ich kann sowas null nachvollziehen. Das ist genauso, wenn ich es mitkriegen würde, dass meine Kinder sowas machen würden. Digga, die hätten ihr längstes Hausarrest ihres Lebens und was weiß ich. Aber ich verstehe das nicht, dass Eltern, klar, Eltern kriegen das auch nicht immer mit, das ist echt ein schwieriges Thema, aber was muss da schieflaufen, dass eigentlich andere Kinder mobben, nur weil sie anders sind, Digga?
Das ist wirklich, für mich ist sowas null nachvollziehbar, null. Und auch selbst ich, wenn ich das bei meinen eigenen Kindern mitkriegen würde, dass die mobben oder gemobbt werden, ich wüsste gar nicht, was ich da mache. Ich wüsste gar nicht, was ich so mache. Also ich würde... Ich habe dafür wirklich 0,0. Da gibt's nicht mal ein Zehntel Toleranz. Da gibt's gar nichts dafür. Für Mobbing, merkt euch das, Jungs. Im Gegenteil. Man sollte doch wirklich Menschen, die vielleicht irgendwo, oder man merkt, dass sie sich nicht wohlfühlen oder sonst irgendwas oder gemobbt werden, sollte man sich da vorstellen und sollte wirklich den Kindern helfen oder teilweise auch Erwachsene, die gemobbt werden. Ich verstehe, also ich sage auch immer, ich bin ein Mensch, Digga, ich würde bei sowas, ich sehe bei sowas rot. Wenn ich auch irgendwo sowas mal mitkriegen würde, ich wüsste gern, wie ich da reagiere. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Wenn ich irgendwie sowas mitkriegen würde, mal auf dem Spielplatz oder Jugendliche, wo auf einem rumhacken oder sonst irgendwas, ich schwör's euch, ich würde durchdrehen. Ich würde wirklich bei sowas durchdrehen. Ich habe bei sowas irgendwie so krasses Mitgefühl, Digga. Ich bin bei sowas auch immer, bin ich euch ehrlich, so ganz krass nah am Wasser gebaut. Ich kann sowas eigentlich nicht sehen, weil ich es einfach für mich in meiner Welt einfach null verstehen kann. Ich kann es null verstehen, wie man so sein kann. Und wenn Eltern das mitkriegen und auch ihre Kinder sowas nicht im Leben beibringen, dass man sowas nicht macht, der... Auf einem Ökohof in Brandenburg und wird engmaschig betreut. Krieg ich Puls, sag ich euch ehrlich, krieg ich Puls. Er kümmert sich um die Puls aus der Hölle. Füttern, Stall ausmisten. Die täglich gleichen Abläufe geben ihm Sicherheit. Und er mag das Leben weit ab der Großstadt. Für manche ist das vielleicht hier langweilig, weil man hier hinter, fast sogar wie hinter dem Mond wohnt. Aber wenn man eher so ein Einzelgänger ist wie ich, findet man es natürlich toll, wenn man seine Ruhe hat. Erst mit 18 erfuhr Benjamin von seiner Mutter, was mit ihm los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Gespräch, da habe ich Albträume gehabt. Doch Benjamin verzieh seiner Mutter. Benny ist aufgestanden, hat mich im Arm genommen und hat gesagt, alles gut, Mama. Also kriegt er jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich fand es natürlich nicht toll, dass sie hier Alkohol getrunken hat und dadurch mein Gehirnzellen paar abgestorben sind. Wiederum habe ich auch verstanden, dass es ihr sehr leid tut. Sie wusste ja noch nicht mal, dass ich schwanger mit ihr schwanger bin und hat mit Unwissen mir geschadet. Eine Aussage, die Montana Black sehr beeindruckt. Lieber Benny, ich finde deine Einstellung auch gegenüber deiner Mutter, dass du keinen Hass im Herzen hast ihr gegenüber, nachdem sie es gestanden hat, habe ich sehr viel Respekt vor. Falls ich dir mit meiner Community irgendeinen Wunsch erfüllen kann, biete ich mich da gerne an. Montana Black entschließt sich, Benjamin zu Hause zu besuchen. Vor einigen Tagen macht er sich auf den Weg. Mit seiner, was ist das, ein GLS? Hoffe ich mir, Benjamin kennenzulernen und ihm die Hand zu schütteln und ihm einen schönen Tag zu machen. Und dann ist es rundum Thema bei diesem Beitrag ja einfach auch der Stichpunkt Mobbing. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Mobbing scheiße ist. Auch wenn Staubsaugen nicht seine Leidenschaft ist, dem berühmten Besucher will Benjamin sich und sein Zimmer natürlich im allerbesten Licht präsentieren. Macht er gut. Ja, ich freue mich schon darauf. Können Sie sich vorstellen, wie das wird? Nee. Leider nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schön wird. Was bedeutet aber dieses FASD? Also was ist das für eine Krankheit dann? Weiß das jemand? Ah, da oben steht es, das fatale Alkoholsyndrom, FAS, ist die ausgeprägte Form fataler Alkoholstörung und entsteht durch häufigen mütterlichen Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Da auch geringe Trinkmengen rufen Schädigungen beim Kind hervor. Okay. Was macht ihr Puls? Wird langsam erhöht. Und dann ist Montana Black da. Ja, Benny. Tag. Bist du ein bisschen aufgeregt? Oder? Ja, das ist doch so ein lieber Junge. Wie kann man dem irgendwas Schlechtes oder Negatives wollen, Digga? Das ist so eine Seele.
Ja, ne? Mir geht's gut. Ja? Und, ist das hier dein Zuhause oder was? Ja. Also aber wirklich am Arsch der Heide, ne? Ja. Hier ist ja gar nichts. Aber wie ihr sagt, ne? Das ist eben hinter dem Mond eigentlich. Ja, ich hab das schon gemerkt. Die Chemie zwischen den beiden stimmt von Anfang an. Willst du mal ein bisschen was zeigen, wie das hier so ist oder was? Ja, gerne. Ja, dann lass mal reingehen und mal. Kannst du mal zeigen, wie du hier lebst. Hm? Als erstes führt Benny Montana Black zum Haus, wo er betreut untergebracht ist. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir sind ungefähr 8 Bewohner. Mhm. Und es sind meistens 3 Betreuer hier. Mhm. Benjamins Zimmer ist nicht besonders groß. Und so setzen sich die beiden einfach aufs Bett, um über seine Kindheit zu reden. Ist auch krass. Monte chillt einfach bei ihm rum auf dem Bett, ganz gemütlich. Mhm. Na, ich würde sagen, das einzige Kind mit Brille, vielleicht der hier? Nein. Ja, verdammt. Da hatte ich überhaupt keinen Urlaub. Verdammt. Wo bist du? Erzähl's mir? Ah, ja, okay. Aber wie war das für dich so in dieser Gruppe? Ja, hauptsächlich Mädels um mich, aber... Also was Gutes. Ja. Ja, ja, natürlich, ja, na klar. Doch mit dem Schuleintritt war es für Benny vorbei mit der schönen Zeit. Weil er anders war und sich mit dem Lernen schwerer tat als die anderen, wurde er schnell zur Zielscheibe. Ich wurde beleidigt, ich wurde auch verprügelt. Mhm. Die haben mich erstmal angespuckt, mich beleidigt, dass ich hier ein Hurensohn wäre oder dass ich ja doof im Kopf bin. Das stelle ich mir sehr schwierig vor und ich möchte nicht in deine Haut gesteckt haben damals. Das ist, glaube ich, eine sehr traurige Situation gewesen. Erstmal die Vape in der Hand. Ich habe wirklich in meiner Schulzeit nie jemanden gemobbt, weil letztendlich, es gibt ja kein Gesetz, was einen Menschen über einen anderen setzt. Das heißt, jeder ist gleich so und ich kann es nicht verstehen, warum jemand anderen mobbt. Ich persönlich denke immer, weil er selber seine Ängste, er hat irgendwas zu verstecken und versucht es zu retuschieren damit, dass er auf andere mit dem Finger zeigt. Aber warum das Leute machen, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Als nächstes zeigt Benjamin Montana Black, wo er arbeitet. Ihr Wohlergehen ist Bennys Aufgabe auf dem Hof. Und die sehen glücklich aus. Wie viele Schweine habt ihr hier? 130. 130 Schweine? Ja. Und ist das ein Lieblingsschweinchen oder ist dir das eigentlich relativ egal? Wir haben 2 Zuchteber und die sind... Die magst du gerne. Genau. Einer der Zuchteber ist Manny. Montana Black ist von dem massiven Tier beeindruckt. Was ein Koffer, Digga. Ist ja ein Wie groß ist er denn? Na, Diggi, was ist los, hä? Oha, ja. Der hat auch wirklich riesen Eier. Ich habe noch nie in meinem Leben so riesen Eier gesehen. Das sind ordentliche Tüten nur. Ich schwör's euch. 1:1 Simons Hoden. 1:1, Digga. Ich schwör's euch. Das ist... Das ist einfach Simons Hoden. Das ist einfach Simons Hoden, Digga. So könnt ihr euch genau Simons Schlepphoden vorstellen. Bei Simon hängen sie noch mehr. Da sind sie mehr am Hängen. Aber so von der Größe will ich schon sagen, kommt das irgendwie hin. Kommt das irgendwie hin. Simon, da sind sie. Sie sind geleakt worden. Sie sind geleakt worden. 1:1. Simon ist der... Selbst Schlachtvieh zu züchten, das käme für den YouTube-Star nicht in Frage. Scheiße. Der 34-Jährige ist Vegetarier. Scheiße. Ich habe zwar bis vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr noch Fleisch gegessen, aber ganz wenig auch. Aber ich könnte niemals in irgendeiner Art und Weise dem Tier Leid zufügen. Und das heißt, bei der Zucht weiß man ja, wo es am Ende hingeht. Auch wenn Benny in vielem langsamer ist als andere und manches ihn überfordert, eines kann er richtig gut. Traktor fahren. Und das will er seinem prominenten Besucher natürlich demonstrieren. Ich habe dich heute über den Tag ein bisschen beobachtet. Mhm. Und es gab viele Situationen, wo du glücklich aussahst, aber hier sahst du gerade am glücklichsten aus. Ja, am liebsten den ganzen Tag mit Trecker fahren eigentlich. Ja, ja, das glaube ich dir, ja. Eines allerdings macht Benjamin... Ich wollte gerade sagen, Monte, lass ihn doch mal schöne Runde im GLS drehen. ...noch glücklicher. Die Speedfahrt im 600 PS Boliden, zu der ihn Montana Black zum Schluss einlädt. Auch wenn es nur auf dem Beifahrersitz ist. Ja,
Ja! Geil. Für einen Geländewagen macht er seinen Job ganz gut. Ja, gefällt dir das? Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Auch mega gut für Monte. Mega stark für Monte. Ich glaube, Monte ist auch so ein Typ, der auch so ohne Probleme da direkt ein Eis brechen kann. Ne? Weil das muss man auch wirklich können. Ne? Viele sind da vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig und so. Ne? Aber bei Monte merkt man dann auch, der hat da wirklich das Herz am rechten Fleck. Ne? Und hat man auch direkt gemerkt. So, der kann direkt schnell das Eis brechen, sodass der andere sich auch schnell wohlfühlt und behutsam ist auch schon eine Gabe. Kann auch nicht jeder.